Episode 8. Antagonistentraining. Tja, was mag das heißen? Das bedeutet eigentlich nur, dass wir hier etwas Spezielles haben. Das machen wir meistens nicht bei anderen Muskelgruppen, weil das auch größere Muskelgruppen sind. Wir trainieren nicht den Rücken und die Brust meistens zusammen, sondern eher den Rücken einzeln oder dergleichen, außer beim Ganzkörper oder Zweiersplit oder sonst was. Bei den Armen können wir uns das erlauben und da macht man auch oft etwas, dass man eine Bizepsübung macht und danach Trizeps und das wieder immer wechselt. Das ist Antagonistentraining mehr oder weniger. Ob das Ganze Sinn macht, für wen es Sinn macht oder ob man das mal ausprobieren sollte, findet ihr in diesem Video. Also Film ab. Gotti von 2015. 14? Nun ein kleines Beiseite-Thema, nämlich Antagonistentraining. Zunächst einmal, was ist ein Antagonistentraining oder was sind Antagonisten? Das sind im Prinzip Muskelgegenspieler. Das bedeutet, dass die Funktion des Muskels, was auch immer sie ausübt, wo den Unterarm zum Beispiel anziehen oder von sich drücken, dass das mit zwei Muskulaturen geschieht und diese als Gegenspieler gelten. Der eine zieht ihn an, der andere drückt ihn weg. In unserem Oberarmbeispiel wären es Bizeps und der Antagonist dazu ist der Trizeps. Oder Trizeps und der Antagonist dazu ist der Bizeps. Das gleiche haben wir natürlich auch mit Brust und Rücken oder Quadrizeps, Beinbizeps und so weiter. Wenn wir nun also von einem Antagonistentraining reden, reden wir davon, dass wir die gegensätzlichen Muskeln trainieren. Das kann zum einen bedeuten, dass wir diese an einem Tag trainieren, also in unserem Splitplan an einem Tag beide Antagonistenteile trainieren, zum Beispiel an einem Tag Brust und Rücken, oder wie wir es vor allem machen wollen, an einem Tag die Arme, sprich den Bizeps und den Trizeps. Ein Antagonistentraining in diesem Sinne meint aber vor allem, dass wir wechselseitig trainieren, ein wechselseitiges Antagonistentraining. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ihr kennt das oft, dass die Leute gerade bei den Armen dazu neigen, dass sie die Übungen wechseln zwischen den Antagonisten. Hat man also den Armtag, dann sieht man es oft, dass jemand eine Bizepsübung macht, 3 Sätze, vielleicht 4 Sätze und als nächstes eine Trizepsübung, 3 Sätze, 4 Sätze und dann wieder Switch zum Bizeps. Trizeps, Bizeps, Trizeps, Bizeps und so weiter, bis das Training zu Ende ist. Dagegen steht natürlich das ganz normale, sage ich mal, isolierte Training. Das heißt, dass wir erst den einen Muskel trainieren, zum Beispiel den Bizeps, bis er platt ist, 9 Sätze, 3 Übungen, Ende und danach den Trizeps und dann verlassen wir das Studio. Ich möchte nun in diesem Video vor allem beleuchten, welche Vorteile und Nachteile ein antagonistisch aufgebautes Training, also mit wechselseitigen Übungen, besteht und ein isoliertes Training, welche Vorteile und Nachteile es dafür gibt. Das bespreche ich mit einem Fokus auf das wechselseitig antagonistische Training, denn die Vorteile des antagonistischen Trainings sind die Nachteile des isolierten und die Nachteile des antagonistisch aufgebauten Trainings natürlich die Vorteile des isolierten. Zunächst einmal ein kleiner philosophischer Einschub. Vor allem möchte ich das eher nur mal mit eurem Wissen, das ihr nun habt und bei dem ich bemüht bin, dass ihr das über den Tellerrand hinaus mitbekommt. Ich möchte euch nicht nur Übungen zeigen und sagen, so macht er das jetzt, und euch das einfach vorsetzen, sondern gerade mit so etwas wie Anatomiekursen und dergleichen möchte ich genau das ankurbeln, dass ihr selbstständig euch Gedanken dazu machen könnt und mich in Zukunft gar nicht mehr brauchen werdet. Und genau so ein Gedankengang kommt jetzt einmal von mir. Und zwar habe ich mich schon sehr früh gefragt, warum die Leute dazu neigen, ein solches antagonistisches Wechseltraining bei den Armen zu machen, aber man das so gut wie nie sieht bei den anderen Muskelgruppen. Ich habe im Fitnessstudio, glaube ich, noch keinen beobachtet, der erst Latissimuszug macht, dann Bankdrücken, dann anschließend Rudern, dann Schrägbankdrücken. Aber was ich schon fast gängig sehe und was sogar sehr häufig der Fall ist, ist, dass jemand Bizeps und Trizeps abwechselnd trainiert, wenn er einen Armtag im Split-Programm integriert hat. Warum ist das so? Selbst in Zeitschriften ist das gängig integriert, während das andere antagonistische Training nicht so gängig integriert ist. Das Ganze wirft natürlich die Frage auf, warum man das in dem Bereich so macht, ob das erfolgreicher ist oder weniger, denn es ist schon ein eklatanter Unterschied dazwischen. Und wenn es erfolgreicher wäre, warum machen wir es nicht bei den anderen? Und wenn das andere erfolgreicher ist, warum machen wir das dann bei den Armen anders? Sind die Arme wirklich so unterschiedlich zu trainieren? Nein, das sind sie nicht. Das haben wir bisher bereits schon gelernt. Da ist kein großer Unterschied. Noch ein kleines Nebengleis auf diesem Nebengleis. Es gibt etwas Ähnliches, nämlich eine spezielle Übung beim Bizeps, wo ich mich immer wieder frage und auch schon sehr früh gefragt habe, warum machen die Leute das?
Und zwar kennt ihr die vielleicht eine der, wenn nicht die berühmteste Übung für Bodybuilder. Bizeps Curls. Rechts, links, rechts, links. Diese Pose, diese Bewegung kennt man so sehr, die kennt man aus Werbung, Filmen, egal wo ein Bodybuilder nachgemacht werden soll oder selbst wenn Leute, die damit nichts zu tun haben, vielleicht unsere Eltern noch, wenn die quasi den Pumper nachmachen, ja immer dieser hier, dann wird diese Übung genutzt. Tatsächlich sehe ich sie sehr oft vor den Spiegeln und im Fitnessstudio. Rechts, links, rechts, links. Und die Frage, die ich immer noch dabei habe, vor allem weil ich mich frage, warum sich die Menschen darüber keine Gedanken machen, warum nur bei dieser Übung und nur bei diesem Muskel die Leute das so machen, aber selten, und nein, nie würde ich behaupten, bei anderen Muskeln. Habt ihr schon mal jemanden genau auf die gleiche Art Brust trainieren sehen? Also in der Butterfly-Maschine 1, warm. 2, warm. 3, warm. Verwechselt das jetzt nicht mit einer anderen Trainingskonzeption, wie zum Beispiel dem Pitforce-Training. Da geht es darum, eine Maximalwiederholung zu machen und dann so lange zu warten, bis man noch eine hinbekommt. Aber von Anfang an würde man damit wahrscheinlich nur 4 bis 6 Wiederholungen hinbekommen, wenn man die hintereinander macht. Das ist hier nicht der Fall. Außerdem ist es auch tatsächlich so, dass die Leute dann meistens kein Pitforce-Training gerade trainieren, weil sie das in einem anderen Trainingsplan nicht machen. Und selbst da ist es fraglich, warum man das dann immer noch abwechselnd macht. Denn auch das kann man nicht so gut kontrollieren, wie das einarmig zu machen. Mit Pitforce und mit einer anderen Trainingsplangestaltung hat das also nichts zu tun. Die gleichen Leute trainieren dann eine Übung später, den Trizeps, ganz normal. Warum nur da nicht so? Hauptaugenmerk liegt dann darauf, warum gebe ich dem Arm immer wieder 2, 3, vielleicht sogar 4 Sekunden Pause, bevor der die nächste Wiederholung macht. Das macht man in keinem anderen Training. Ganz im Gegensatz dazu gilt es doch immer, in einer kurzen Zeit einen maximalen intensiven Reiz zu setzen. Die Brust richtig auszupowern. Wenn ich 6 Wiederholungen aufschreibe, dann meine ich damit 6 hintereinander und ich konnte nicht mehr. Wenn ich 12 aufschreibe, 12 hintereinander und ich konnte nicht mehr. Damit meine ich aber nicht, dass ich 12 Mal hier und da auch Pause zwischendurch gelassen habe. Die gleichen Leute machen die eine Übung so und denken sich nichts dabei, aber die anderen ganz anders. Mir geht es nur darum, dass wir nun mit unserem Know-how so etwas zu hinterfragen wissen. Gut, verlassen wir nun die ganzen Nebengleise und kommen endlich zum Hauptthema. Fangen wir an. Die Vorteile, die ich erkenne oder vermuten würde bei einem antagonistischen aufgebauten Training. Zum einen haben wir nun natürlich, weil wir diese Pausen zwischen einzelnen Übungen lassen, auch viel mehr Energie und auch wieder eine Muskelerholung gehabt bis zur nächsten Übung. Wenn wir also 3 Sätze richtig harte Bizeps-Curls hinter uns haben und dann zum Trizeps-Training übergehen, statt nur 90 Sekunden oder 120 Sekunden Pause zu lassen und zur nächsten Bizeps-Übung zu gehen, können wir danach natürlich mit viel mehr Energie und Schwung und auch wieder Gewichten rangehen. Haben wir also die 10-minütige Pause gelassen für die Trizeps-Übung für die erste, können wir wieder richtig schön mit Elan an die nächste Übung rangehen. Das könnte man einen Vorteil nennen. Man kann nämlich wieder mehr Gewichte bewältigen. Natürlich gilt es auch hierbei immer zu bedenken, ob diese Pause wirklich so sinnvoll ist, wenn ich den Muskel nun mal hintereinander wegreizen möchte. Denn dann müssten wir uns auch fragen, warum machen wir das nicht überall? Warum machen wir das nicht beim Brusttraining, dass wir Bankdrücken machen? Und wenn das so toll ist, an die nächste Übung mit mehr Energie ranzugehen, dann trinken wir uns dazwischen ein Käffchen, essen vielleicht noch ganz kurz was und erst 10, vielleicht 15, vielleicht 20 Minuten später machen wir die nächste Übung. So könnten wir den ganzen Tag trainieren. Warum machen wir das nicht? Die meisten Prinzipien sprechen nämlich dagegen. Aber gut, dennoch, das könnte für viele ein Vorteil sein. Ein weiterer Vorteil ist für viele, dass das Spiegelbild toll aussieht. Man hat nun mal Pump in den Oberarmen und die werden richtig zum Platzen gebracht. Das könnte ein Motivationsschub sein. So objektiv möchte ich immerhin sein, das könnte passieren. Aber letzten Endes für die Effizienz eines solchen Trainings, da dürfte es wenig zu beitragen. Manche mögen es aber einfach nur. Und man darf es ja auch nicht verachten, wenn jemand etwas mag und an dem Trainingsaspekt etwas mag, dann ist es natürlich stark motivierend. Noch ein kleiner Vorteil wäre vielleicht, dass die schon einmal in einer Sendung erwähnten Sehnen, die Belastung der Sehnen und Gelenke, ein wenig rausgenommen wird. Wir gönnen der Sehne jetzt mal zwischendurch ein wenig Pause. Wenn wir also schon die 3 schweren Sätze mit den SZ-Curls gemacht haben und die Sehne schon wirklich langsam wieder sehr stark gereizt ist,
Dann bekommt sie erstmal Pause, wir trainieren den Antagonisten, die Sehne kann sich ein wenig erholen und erst dann wird sie wieder gereizt. Das kann natürlich dazu führen, dass wir dadurch die Sehne wesentlich weniger belasten und dass sie nicht so schnell aufgibt oder auch in einen chronischen Entzündungszustand kommt. Denn wenn wir die über eine halbe Stunde sehr stark belasten, dann kann das natürlich passieren. Erst recht, wenn wir 2-3 Tage später sie wieder belasten und so weiter. Das kann das Ganze ein bisschen rausnehmen. Wir können das damit vorbeugen. Und gerade für diejenigen ist das vielleicht ein Tipp, die bereits schon leichte Sehnenprobleme haben, mit dem Training noch nicht ganz aufhören möchten und können. Und das dann hier vielleicht ein wenig variieren können, um eine Entlastung zu bekommen. Auch oft wird erwähnt, dass eine gewisse Dehnung in dem Muskel stattfindet, wenn wir den Antagonisten trainieren. Das passiert, wenn wir den Bizeps trainieren mit dem Trizeps, obwohl die Dehnung nicht allzu stark ist. Die wird umso stärker, desto mehr der Ellbogen dann auch noch angehoben wird, möglichst bis zum Kopf hoch. Erst dann dehnt ihr den Trizeps richtig. Aber solche Übungen gibt es ja durchaus auch. Dennoch entsteht eine gewisse Dehnung in dem Trizeps und wir wirken der allzu starken Anspannung entgegen. Noch mehr geschieht das umgekehrt. Wenn wir den Bizeps die ganze Zeit trainiert haben, dann schaffen wir eine gewisse Dehnung in den Bizeps, indem wir den Trizeps trainieren und wirklich den Arm durchstrecken. Welche Vorteile könnte das haben? Oft wird dann erwähnt, dass der Vorteil vor allem darin liegt, dass wir, wenn wir nicht nach dem Training regelmäßig dehnen, was tatsächlich ja relativ wenige von uns machen, und was auch nicht unbedingt erwiesen ist, dass es besonders wichtig oder besonders gut ist, dass wir das dadurch automatisch machen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr den Bizeps trainiert habt und mit 10 Sätzen bearbeitet habt, dass dann natürlich, gerade wenn ihr das nicht so gewohnt seid und das vielleicht nur einmal die Woche macht, dass dann die Sehnen und der Muskel so weit verspannt sind, dass wir schon fast so aus dem Fitnessstudio rausgehen. Und das ist unsere neue natürliche Haltung. Gehen wir danach auch noch schlafen und machen nicht großartig was dagegen, kann es auf Dauer passieren, dass wir nur noch so durch die Gegend rennen, weil der Muskel einfach so stark einmal angespannt ist und schon so verkürzt ist und die Sehne das gleiche auch noch so unter Dauerspannung steht, dass wir den Arm gar nicht mehr im natürlichen Zustand richtig durchstrecken. Dem wirken wir natürlich entgegen, wenn wir direkt beim gleichen Training den Trizeps mit trainieren. Das könnte ein minimaler Vorteil sein, aber der ist auch leicht auszuschalten. Zum einen, wenn wir danach sowieso dehnen und zum anderen ist das jetzt auch eine Extremdarstellung gewesen. Ich glaube, selbst wenn ihr eine Stunde am Tag den Bizeps trainiert, wird das erstmal lange dauern, bis ihr eine solche Verkürzung habt. Eine Sache, die ich selbst immer merke, ist, wenn man einen Muskel mal kontinuierlich trainiert und in den ersten Sätzen bereits ganze Arbeit geleistet hat, also wirklich bis zum Schluss ging, dann hat man so viel Blut dort reingebracht. Gerade bei der kleinen Muskulatur passiert das bei mir sehr schnell, dass der Muskel irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, ab einem gewissen Satz dicht ist. Mit dicht ist gemeint, dass der so voll gepumpt ist mit Blut, dass ihr kaum noch den normalen Bewegungsradius einhalten könnt. Beim Bizeps kennen das vielleicht viele von euch, dass ihr nur noch bis zu einer Art 90-Grad-Winkel gehen könnt, weil ihr einfach auch im Unterarm und im Oberarm dann eben so viel Blut drin ist, dass ihr eine natürliche Sperre erhalten habt. Dann ist der Muskel so zu, dass er auch meistens auch so erschöpft wird, dass ihr gar nicht mehr richtig weiter trainieren könnt. Was ich dann manchmal früher gemacht habe, wenn die Unterarme zu voll waren oder auch die Oberarme, dass ich schnell mein Blut umstrukturiert habe. Mal kurz einen Satz Waden dazwischen oder kurz Butterfly gemacht, nur damit das Blut in einen anderen Muskel kommt. Dem gehen wir hier natürlich ein wenig aus dem Wege, indem wir dann den Trizeps in der Zeit trainieren. Das Blut bleibt zwar im Oberarm, aber dennoch wird der Bizeps ein wenig entlastet, genauso wie umgekehrt der Trizeps. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr eine Muskelpartie so sehr trainiert habt in den ersten Sätzen, gerade bei den Schultern passiert das bei mir häufig, aber auch beim Trizeps, dass ihr dann von Übung zu Übung geht und habt immer noch dieses Stechen, als wäre er richtig dauerangespannt. Auch dem entgeht ihr natürlich, wenn ihr zwischendurch dann ganz entspannt einen anderen Muskel trainiert. Dann ist der Schmerz bis zur nächsten Übung von dem einen Muskel wieder weg und ihr könnt da wieder dran gehen. Auch das mag ein kleiner Vorteil sein. Jetzt haben wir aber auch einige Nachteile und das sind natürlich die Vorteile, das Ganze isoliert zu trainieren. Und wie ihr vielleicht auch schon merkt, läuft das Ganze darauf hinaus, dass ich euch das isolierte Training auch empfehlen werde. Das hat eine Menge Gründe und die findet ihr vor allem in den Nachteilen des antagonistischen Trainings. Da hätten wir zum einen, dass einer gezielten Reizsetzung des Muskels das antagonistische Training im Wege ist. Ich habe es schon mehrmals erwähnt, wenn ihr normalerweise in kurzer Zeit, also in 20, 25 bis 30 Minuten ganz gezielt innerhalb von 9 Sätzen den Bizeps auspowert, setzt ihr einen Reiz, einen starken Reiz zum Wachstum, wenn ihr alles richtig gemacht habt.
Und das Ganze torpediere ich natürlich, indem ich zwischendurch 15, vielleicht 15 Minuten unkontrollierbar lange Pausen lasse. Dann schaffe ich es nicht, in einer kurzen Zeit den Muskel zu reizen und danach Erholung zu gönnen. Das führt uns zu einem weiteren großen Nachteil, wie ich finde, nämlich die Kontrollmöglichkeiten, die Analysemöglichkeiten. Wenn ihr also euer Training und eure Erfolge evaluieren wollt, euren Trainingsbuch nachschaut und gucken wollt, wie reagiert mein Bizeps, in welchem Satz, ab wann ist er erschöpft, mit welchen Übungen habe ich am meisten Erfolg gehabt, dann werdet ihr das umso besser schaffen, umso isolierter ihr den Muskel trainiert. Wenn ihr isoliert die Brust trainiert, isoliert den Rücken, isoliert den Bizeps und isoliert den Trizeps, dann habt ihr wesentlich mehr Möglichkeiten, daraus auch verifizierbare Ergebnisse zu holen, als wenn dazwischen Pausen sind, bei denen ihr auch keine Kontrolle darüber habt, wie lange diese sind. Denn je nach Trizepsübung, die ihr wählt, kann es mal länger und mal weniger lang sein. Also umso eher ihr die Pausenzeiten kontrolliert und genau wisst, dann setze ich zur nächsten Übung und zum nächsten Satz an, desto eher könnt ihr auch Informationen daraus gewinnen. Über eure Genetik, über euer Verhalten beim Wachstum und über eure Erfolge und Nichterfolge. Mir ist das ganz besonders wichtig, um zu sehen, wo ich in Zukunft gezielt noch Verbesserungen schaffen kann und wo nicht. Und ein antagonistisches Training sorgt dafür, dass ich das einfach nicht mehr kann. Folglich haben wir hier auch einen Nachteil, den ich sehe in der Inkonsequenz dieses Trainings. Wenn wir nämlich nur die Arme, die Antagonisten des Oberarms, Bizeps und Trizeps, in dieser Weise trainieren, finde ich, sollten wir das auch machen bei der Brust und bei dem Rücken. Auch da sollten wir entweder Pausen einfach zwischen den Übungen lassen oder eben den anderen Muskel dazwischen trainieren. Denn auch hier gibt es ja einige Dinge, die sich nun mal auch darauf auswirken, wie wir den Muskel bearbeiten. Denn das ist ja nicht eine reine Pause. Je nachdem, welche Trizepsübung ich mache, um anschließend wieder zum Bizeps überzugehen, desto mehr oder weniger ist manchmal der Oberarm in einer anderen Art und Weise belastet worden. Dementsprechend kann ich nicht erkennen, ob ich bei dieser Bizepsübung selbst jetzt schon ein bisschen schwächer bin, weil ich davor eine ganz individuelle Trizepsübung hatte oder nicht. Und außerdem erkenne ich auch nicht, ob mein Körper generell darauf anspringt oder nicht. Wenn ich also weiterhin die Brust ganz normal trainiere und immer innerhalb von einer gebündelten Zeit einen Reiz setze, und das mache ich nur bei dem Oberarm nicht, dann wirkt das für mich ein wenig inkonsequent. Was ihr natürlich gerne mal machen könnt und das ausprobieren, wenn ihr schon diese Trainingsart mal testen möchtet und wenn ihr vielleicht sogar denkt, dass das Erfolg haben könnte bei euch oder schon mal gemerkt habt, dass es ein tolles Gefühl war, traut euch doch einfach mal und macht das gleiche mal bei der Brust und bei dem Rücken. Wer weiß, vielleicht liegt da das Geheimnis eures individuellen Wachstums hinter. Aber seid konsequent. Und das rein antagonistische Training nur für den Oberarm bezeichne ich eben als inkonsequent, weil es im Gegensatz zum restlichen Training steht. Wieder ein Nachteil hätten wir auch darin, dass das Volumen unseres Trainings ein wenig tendenziell gesteigert werden muss. Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr sonst normalerweise 9 Sätze hintereinander für den Bizeps macht, dann ist der danach erschöpft und kann nicht mehr. Ihr habt innerhalb von 20 bis 30 Minuten 9 harte Sätze auf diesen Muskel gehauen und dementsprechend wird er auch, wie schon gesagt, dicht sein, zu sein und nicht mehr können. Haben wir aber immer wieder Pausen dazwischen gehabt, mal ein paar Minuten trainiert, dann wieder Pause, ein paar Minuten trainiert und Pause, dann kann es sein, dass wir mit den 9 Sätzen nicht mehr hinkommen, um wirklich an den Rand der Muskelerschöpfung zu kommen. Dafür brauchen wir dann vielleicht einen 10., 11., 12., 13. Satz. Und das erhöht unser Trainingspensum und was wir immer im Hinterkopf behalten müssen, umso länger wir im Fitnessstudio sind, umso länger wir trainieren, rein von der Zeit auch her, desto schwieriger wird es, die Nährstoffe weiterhin dem Körper zuzuführen und auch mit dem Energiehaushalt wirklich konsequent, gut und leistungsbedingt umzugehen. Wenn ich also 3 Stunden im Studio, muss ich es schaffen, den Körper 3 Stunden lang irgendwie mit Nährstoffen zu versorgen und optimal damit zu versorgen. Bei einer halben Stunde ist das Ganze so überschaubar, das geht locker. Grundsätzlich heißt es ja, man soll die Trainingszeit im Studio minimieren und in kurzer Zeit den Reiz setzen. Das ist damit natürlich schwer möglich. Also, wir müssen das Volumen zwangsläufig in den meisten Fällen erhöhen, weil wir vorher mehr Pausen geschafft haben und dadurch steigert sich unser Training. Und zusätzlich muss ich sagen, ich möchte gar nicht lange im Studio sein. Wenn ich in 20 Minuten das Gleiche machen kann wie in 40, dann wüsste ich nicht, warum ich 20 Minuten länger bleiben soll. Quatschen könnt ihr woanders mit den Leuten. Ein anderer Aspekt ist, dass die Muskelausdauer wesentlich eher natürlich gefördert wird, wenn der Muskel über eine längere Zeit dauerbelastet wird. Habe ich also 9 Sätze hintereinander und zwischen den Sätzen immer nur 90 bis 120 Sekunden Pause gelassen, dann bekommt der Arm automatisch ein wenig mehr Muskelausdauer mit. Hat er allerdings zwischendurch immer wieder nach 3 Sätzen Pause gehabt,
dann wird die Ausdauer dadurch nicht gleichzeitig mitgefördert. Das könnte noch ein schöner Vorteil sein, auch wenn ich nicht weiß, inwiefern sich das schon ausgewirkt hat bei mir. Dennoch, von der Theorie her ist das ein Vorteil für das isolierte Training und damit ein Nachteil für das antagonistische. Ein weiterer Vorteil des antagonistischen Trainings kann schnell zum Nachteil werden. Dadurch, dass ihr nämlich viel mehr Gewichte bewegen könnt, wenn ihr in der zweiten Übung und in der dritten, wenn ihr davor Pause hattet und dann einfach mit mehr Gewicht starten könnt, statt wenn ihr schon drei Sätze kurz davor hattet, dementsprechend habt ihr auch eine höhere Belastung. Mehr Gewicht führt meistens zu einer Mehrbelastung für die Sehnen und für die Gelenke. Und ich persönlich bin immer heilfroh, wenn ich möglichst wenig Gewicht benutzen muss, um einen Muskel auszuschöpfen. In den ersten Jahren ist es vielleicht für viele Leute wichtig, einfach für ihr Ego und einfach nur um zu wissen und vielleicht auch anderen zu zeigen, guck, das Gewicht bewältige ich. Außerdem ist das eine Sache, an der wir unseren Erfolg verifizieren können. Ich habe mehr Gewicht genommen. Selbst wenn wir das im Spiegel nicht sehen oder nicht mehr sehen, dann sehen wir das immerhin an der Bankdruckleistung. Aber hat man erst einmal die Weisheit gewonnen und schätzt es sogar, dass man seine Sehnen und Gelenke nicht mehr belasten muss mit so viel Gewicht und trotzdem den gleichen Effekt hat und gleiche Wachstum erzielt und einen großen Oberarm dadurch bekommt, dann sollte man vor allem versuchen, die Gewichte möglichst moderat zu halten. Das geht natürlich nicht, wenn ich 10 Minuten vorher Pause habe, dann brauche ich wieder, um auf 8 Wiederholungen zu kommen, ein relativ hohes Gewicht. Ist ein Nachteil. Und das kann natürlich auch potenziell die Verletzungsgefahr steigern. Wenn ich also immer mehr hohe Gewichte benutze und wenn der Muskel auch noch zwischendurch 10-15 Minuten Pause hatte, das wird nicht ausreichen, damit er wieder direkt kalt ist und kein Blut mehr da ist, aber dennoch fange ich dann mit einem Satz an und wenn ich dann auch noch im 6 Wiederholungsbereich trainiere oder sogar 4 oder 5, dann reiße ich da wieder eine ganze Menge Gewicht. Vorher hatte der Muskel auch noch lange Pause. Das kann sein, dass wir uns dadurch wesentlich eher verletzen, als wenn wir den 4. Satz und damit die 2. Übung direkt an die 1. anschließen und viel weniger Gewicht benutzen müssen und der Muskel absolut warm, ja sogar heiß glühend ist. So, das war's. Das sind alle Gedanken zum antagonistischen Training. Ich hoffe, es hilft euch auch weiter. Selbst wenn eure Entscheidung feststeht, ob ihr eher isoliert trainieren wollt oder mal das antagonistische Training auch ausprobieren wollt, so habt ihr doch vielleicht aus diesem Video wieder eine ganze Menge Aspekte ziehen können und Gedankenrichtungen, in die ihr auch in Zukunft selbst gehen könnt. Hinterfragt ständig alles, was ihr seht, hinterfragt alle Übungen und hinterfragt alle Methoden. Kombiniert das mit eurem Wissen, das ihr bereits erhalten habt und ihr werdet oft selbst zu Ergebnissen kommen, die ich hier genannt habe. Ich hoffe, auch diese Episode hat euch gefallen und beim nächsten Mal gehen wir wieder ans Eingemachte. Intensivtechniken werde ich euch vorstellen, gerade für die Arme, die ja ziemlich gut belastbar sind, obwohl es nur ein kleiner Muskel ist, weil er eben viel aushalten kann. Da suchen wir oft den speziellen Kick und den bekommt ihr mit den Intensivwiederholungen. Also bleibt dabei, schaut euch gleich um, da könnt ihr direkt zum nächsten oder zum vorherigen klicken. Ansonsten Kommentare, Likes, das gibt mir immer einen schönen Support und Feedback und abonniert den Kanal, dann bleibt ihr auch dabei. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.